Herzlich willkommen im Markus Wasmeyer Freilichtmuseum am Schliersee. Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation keine persönlichen Besichtigungen durchführen. Wir hoffen aber, dass wir mit diesem Video trotzdem einen kleinen Einblick in unser altbayerisches Dorf geben können. Fast jede Feierlichkeit beginnt mit einem Stehempfang und anschließendem Kaffee und Kuchen im Lukashof. Dort sind Sie mit Ihren Gästen exklusiv und haben von der ersten Minute an ein separates Serviceteam. Der Tagesbetrieb des Museums schließt um 17 Uhr, aber bereits ab 16 Uhr ist kein Einlass mehr ins Dorf. Der Lukashof ist bei gutem, aber auch bei schlechtem Wetter ideal für Empfänge geeignet. Direkt vor dem Hof werden Sitzmöglichkeiten, Stehtische, Sonnenschirme etc. aufgebaut. Aber auch im Innenbereich gibt es die Möglichkeit zum Aufenthalt. Hier servieren wir Ihr ausgewähltes Fingerfood, meist in Begleitung von gemischten Aperitifs, und auch das Anzapfen des Bierfasses wird dort stattfinden. Die meisten Feierlichkeiten planen nachmittags eben auch Kaffee und Kuchen ein. Ob mit oder ohne Hochzeitstorte, das können Sie gerne nach Ihren Wünschen gestalten. Meist so gegen 17 Uhr werden die Brautpaar- und Familienfotos gemacht. Im Übrigen können Sie auch Ihre freie Trauung bei uns ausrichten. Bei schönem Wetter auf einer Blumenwiese mit traumhaftem Bergpanorama. Und bei zweigeteiltem Wetter lieber im Behamhof. Kurz vor dem Location-Wechsel in die Tenne sollte man noch das Gruppenfoto einplanen. So gegen 18, 18.30 begibt sich die Gesellschaft dann in die Tenne, unser Saal im ersten Stock des Wirtshauses. Wie auch alle anderen Gebäude im altbayerischen Dorf ist auch das Wirtshaus aus dem 17. Jahrhundert, jedoch im Vergleich zu den anderen Höfen etwas moderner aufgebaut. Da wir keine unmittelbaren Anwohner in der Nähe haben, ist es jederzeit gestattet, Türen und Fenster zu öffnen. Die Lautstärke der Musik muss da nicht gedrosselt werden. Der wunderschöne Außenbereich der Tenne wird mit Stehtischen, Sitzmöglichkeiten, Strohballen und vielem mehr und vor allem einer Feuerschale festlich dekoriert. Offenes Feuer im Außenbereich ist nur an dieser Stelle möglich und wird über uns organisiert. Im Innenbereich sind Kerzen erlaubt. Unsere Tenne ist mit handgeschreinerten Tischen und massiven Lehnenbänken ausgestattet, wobei der Brauttisch mit Stühlen versehen wird. Die maximale Gästeanzahl bei Hochzeiten liegt bei ca. 140 Gästen. Über die verschiedenen Möglichkeiten der Tischplanung beraten wir Sie dann gerne. Mit weißen Tischdecken, Sitzkissen, Stehtischen und vielem mehr ist der Raum sehr wandelbar und auch für jeglichen Dekorationsstil geeignet. Gerne empfehlen wir unsere hauseigene Floristin, unsere Karin Köminger, für ihre floristische Dekoration. Aber natürlich können Sie auch einen externen Floristen beauftragen oder die Dekoration selber mitbringen. Wir haben für Sie auch eine komplette Empfehlungsliste an Dienstleistern über die Jahre zusammengestellt. Von DJs oder Bands über Fotografen, freie Redner bis hin zu Übernachtungsmöglichkeiten ist hier alles dabei. Für das Kulinarische sorgt unser langjähriger Partner, die Beppi Kalters, Genussmanufaktur aus Kolbermoor. Vom Fingerfood beim Empfang über das festliche Menü am Abend bis hin zum Mitternachtssnack sorgt das Küchenteam für etwas ganz Besonderes. Beppi Kalters lädt Sie gerne zur Beratung und Probeessen ein. Im Anschluss erhalten Sie von uns das ausgewählte Menü. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls über uns. In Sachen Getränke können Sie Wein, Sekt und Prosecco gegen ein Korkgeld von 12 Euro pro Flasche mitbringen. Gerne senden wir Ihnen aber auch Probeflaschen unserer Weine, natürlich abgestimmt auf Ihr Menü. Die restlichen Getränke wie Bier, alkoholfreies und Kaffeespezialitäten
bieten wir gern aus unserer Gastronomie an. Sollten Sie Longdrinks und/oder Spirituosen anbieten wollen, ist das gerne über unseren Service möglich. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen unser historisches Dorf gefällt und wir mit Ihnen Ihren ganz besonderen Tag planen dürften. Auf ein baldiges Sehen und bleiben Sie gesund. Ihr Team vom Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Schliersee.